Preußische Soldaten stürmen das Dresdner Residenzschloss. So endet der legendäre Defa-Sechsteiler Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Darin geht es um den Aufstieg und Fall des sächsischen Königshauses im 18. Jahrhundert. Diese Aufnahmen stammen aber nicht aus Dresden. Die Defa-Crew drehte sie 1983 in Leningrads Eremitage. Das Residenzschloss in Dresden ist damals eine Ruine. Und es ist nicht die einzige. Keine guten Voraussetzungen, um barocken Zauber am Dresdner Hof zu entfalten. Doch genau das gelingt dem Filmteam der Defa mit immensem Aufwand. Für alle Beteiligten sind diese Dreharbeiten ein unvergessliches Erlebnis. Und du hast dich dann auch wirklich gleich in diese Zeit zurückversetzt gefühlt. Das war schön in diesen Kostümen und mit dieser Haltung dann auch. Also du hast dich wirklich toll gefühlt in diesem rauschenden Fest, in dieser Atmosphäre. Es ist die teuerste Defa-Produktion. Eine Filmlegende, die bis heute ein Millionenpublikum vor die Bildschirme lockt. Ich fand die Szene immer ganz schön, wenn wir da tanzen. Also das mussten wir ja lernen. Ich konnte ja, das hatten wir ja mit dem Prothesenballett. Das waren die abgetakelten, die etwas älteren Damen der komischen Oper und so weiter vom Ballett, die dann, die mit uns das geübt haben, nicht wahr? Aber das hat natürlich äußersten Spaß gemacht. Barocker Glanz inmitten einer Ruine. Auch im Dresdner Zwinger wurden rauschende Feste auf Film gebannt. Ein idealer Ort, um Sachsens Glanz darzustellen. Das Drehbuch zu diesem Fernsehklassiker stammt aber von einem Thüringer. Und was die wenigsten wissen, auch König Fußball hatte dabei seine Hände im Spiel. Im Herbst 1978 ist der erste FC Magdeburg zu Gast in Jena. Einem Zuschauer fällt abseits des Rasens etwas auf. Die Fans bringen den Jenaer Drehbuchautoren Albrecht Börner zum Grübeln. Und bei einem Spiel fing die Fans von Jena plötzlich an zu skandieren: Thüringen, Thüringen. Und nach einer Weile antworteten die Magdeburger: Preußen, Preußen. Da dämmerte es bei mir, dass dieses Landsmannschaftliche in den Köpfen der Menschen eine große Rolle spielt und nicht totzukriegen ist. Davon berichtet Albrecht Börner sofort dem Regisseur Hans-Joachim Kasprig. Und wir kamen zu dem Entschluss, den Konflikt zwischen Preußen und Sachsen in den Fokus zu nehmen. Eine geeignete Romanvorlage findet er in der Sachsen-Trilogie des polnischen Schriftstellers Józef Kraszewski. Geschichten um Liebe, Intrigen und Kriege am sächsischen Königshof. Doch vor gut 30 Jahren überzeugt Kraszewskis Romanzyklus nicht jeden Fernsehfürsten in der DDR. Die Genossen in Dresden waren der Meinung, dass Kraszewski ein kleinbürgerliches Geschichtsverständnis hat. Ja, also ich persönlich sagte dann in dieser Sitzung, Kraszewski war ein Vertreter des polnischen Adels und der Adel hatte die gleiche Distanz zu Kleinbürgertum wie die SED. Und damit hatte ich natürlich in ein Wespennest getreten. Nach zähem Ringen bekommen Albrecht Börner und der 1997 verstorbene Hans-Joachim Kasprig dann doch grünes Licht. In den ersten beiden Teilen des Drehbuchs geht es um die Gräfin Kosel, ihre Liebe zu August dem Starken und ihr tragisches Ende in der Verbannung. Nach dem Tode August des Starken steht der listige Graf Brühl im Mittelpunkt. Mit Intrigen versteht er es,
den Nachfolger August des Starken, auf seine Seite zu ziehen und Widersacher am Hofe zu entfernen. Dann kommen die Wirren des Siebenjährigen Krieges. August der Dritte und Brühl legen sich mit Friedrich dem Großen an, bis preußische Soldaten schließlich im Dresdner Residenzschloss einmarschieren. Preußens Gloria siegt über Sachsens Glanz. So wie die Romanvorlage sollte auch der Film aus 6 Teilen bestehen. Doch dagegen formiert sich anfangs Widerstand. Dann kam zu gleicher Zeit der Thälmann-Film, der 4 Teile hatte. Und da kam eine Kalamität zum Vorschein. Von der Bereichsleitung wollte niemand einen Thälmann-Film als Vierteiler und einen Film über August den Starken und Friedrich den Großen in 6 Teilen machen. Wer hätte dem ZK bei Nachfrage das begründen wollen? Also streicht die Fernsehleitung die beiden Koselteile zunächst. Erst nach dem großen Erfolg des Vierteilers 1985 lassen die Verantwortlichen nachdrehen. Kraschewskis Romanzyklus ist nun komplett. Am Anfang steht die Krönung August des Starken. Gedreht wird diese prunkvolle Szene in der Prager St. Nikolauskirche. Es sind die einzigen Aufnahmen, die heute noch von den Dreharbeiten existieren. Herr Körner, macht es Ihnen Spaß, diese Rolle zu spielen? Ja, sehr viel Spaß. Es ist eine Figur mit sehr viel Licht und Schatten. Und ein Schauspieler kriegt sie nur einmal. Eine Figur lag Albrecht Börner besonders am Herzen. Den aufmüpfigen Kämmerer Heinrich von Watzdorf, den gab es in der Romanvorlage gar nicht. Diese Rolle wurde später durch den Drehbuchautoren eingefügt. Das größte Amtsgeheimnis war und ist, was aus den Geldern wird, die dem Volke abgepresst werden und in die Steuerkassen fließen. Schlägt Krieg, königliche Verschwendung oder amtliche Bereicherung das größte Loch ins Staatssäckel? Der Graf Watzdorf, ein Vertreter der Aufklärung. Aufklärung ist ja ein Sprengstoff für alle absolutistischen Herrschaftsformen und für dogmatische Denksysteme. Christian, ich habe Angst um dich. Einmal muss jemand die Einsicht und den Mut aufbringen, den persönlichen Nutzen zurückzustellen und zum Besten der Allgemeinheit zu handeln. Das Volk muss aus seiner trägen Duldsamkeit geweckt werden. Es darf nicht länger irregeleitet und für falsche Zwecke aufgeopfert werden. Dogmatische Denkformen waren ja damals auch durchaus zu konstatieren. Und es hatte auf jeden Fall einen Gegenwartsbezug. Im Barockgarten Groß-Sedlitz treffen wir den Schauspieler Hans-Jörn Weber. An seine Rolle des rebellischen Grafen Watzdorf erinnert er sich noch gut. Das ist die große Freitreppe hier in Groß-Sedlitz. Und hier wurden die ersten Kommentare zu dieser Rolle Watzdorf mit der Franziska von Kolovrat, so hieß die Tschechin, die tschechische Kollegin, der ich offenbart habe, wie ich über die Welt denke. Ja? Und wir gingen hier die Treppe runter und dabei wurden diese Texte geliefert, die der Watzdorf da revolutionär von sich gab. Die Gewalt hat den Sklaven geschaffen und die Feigheit wird ihn verewigen. Es muss etwas geschehen. Übrigens bist du an allem schuld. Ich? Ja, hast mich verführt. Aber doch nicht so ein Pamphlete schreiben. Das Schöne war, der Drehort Groß-Sedlitz wurde dann zu dem Drehort Sanssouci, weil die eine Einstellung aus 2 Drehorten bestand. Die Treppe und dann war ein Gang, ein Pergolagang und der war in Sanssouci. Im Übrigen habe ich keine Lust, mir an einem so schönen Tag Grillen in den Kopf zu setzen. Alle kennen den Text, niemand den Verfasser. Außer dem Drucker und dir. Und auf euch beide verlasse ich mich. Bei dieser Szene kommt es dann zu einer überraschenden Schneeballschlacht. Da waren wir im Osterzgebirge, war ein herrlicher Sonnentag und wir mussten da rumtollen, wie im amerikanischen Film. Und das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das war eine süße Partnerin übrigens, knutschen.
Franziska, schau, ein riesengroßes, schneeweißes Bett für uns beide. Und am Ende sagte dieser Regisseur, aus, prima. Ich drehe mich weg und auf einmal, bumm, habe ich einen Schneeball im Genick und denke, was ist denn jetzt los? Da hat der Regisseur mit uns eine Schneeballschlacht gemacht, weil er so zufrieden war. Auf der Festung Königstein endet das Leben des Grafen Watzdorf äußerst tragisch. Und dann wurde eine Puppe runtergeworfen, nachdem wir probiert hatten, es original zu machen, dass ich auf so ein Dumping da gesprungen bin oder mich hab fallen lassen, wurde dann alles wieder rausgenommen und es wurde nur eine Puppe dann runtergeworfen. Schon während der Dreharbeiten war klar, Sachsens Glanz und Preußens Gloria wird sich international gut verkaufen. Allein die ARD bot 1 Million Westmark. Und so wurden bei der Produktion weder Kosten noch Mühen gescheut. Den Machern ging es schon fast so wie August dem Schwachen. Brühl, hab ich noch Geld? Naturellement. Majestät brauchen doch immer nur zu befehlen. Und all der Prunk, der aufgefahren wurde, sorgte bei den Dreharbeiten für einen ganz besonderen Zauber. Auch hier am Schloss Moritzburg. Das letzte Mal, als Anne Kasprig hier war, spielt sie eine Mätresse August des Starken. Es sind die Dreharbeiten für Teil 2 von Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Ja, hier war ich, glaube ich, 30 Jahre nicht mehr. Wirklich nicht. Also hier war eine Tafel aufgebaut. August der Starke hat eins seiner berühmten Freskelage gegeben. Und es gab an diesem Dreh wirklich alles, was das Ostherz begehrt hat, das es nicht gab. Also Südfrüchte und alles Mögliche. Und es war vor uns aufgebaut und wir durften es nicht essen. Das war das Gemeine. Aber wir waren alle ein bisschen verfressen und haben immer genascht. Und dann wurde das irgendwie von der Requisite am Abend mit so einer Art Gelee überzogen, dass es sich lange hält und wir da eben nicht mehr so dran rumnaschen können. Und am nächsten Tag, ja, war es noch Anschauungsmaterial und dann am übernächsten Tag, den Tag darauf, wurde es dann immer gammeliger und fing an zu stinken und wir hatten gar keine Lust mehr davor zu sitzen, ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Den Drehplan von damals hat Anne Kasprig noch heute. Den uralten Drehplan, man schau mal, mit ganz, ganz vielen Drehtagen, von, ich weiß jetzt gar nicht das Jahr, 86, ich kann das blöderweise ohne Brille jetzt nicht sehen. Jedenfalls, ich weiß, dass ich die Nummer 38 war und ich glaube am 48. Drehtag in diesen Film eingestiegen bin. Allein für die ersten beiden Teile gibt es insgesamt 123 Drehtage an 53 Drehorten. Anne Kasprig ist damals noch Schauspielstudentin und Tochter des Regisseurs Hans-Joachim Kasprig. Ja, da gibt es auch eine lustige Geschichte zu. Ich habe irgendwann mal in Potsdam in einem Café gesessen und habe da einen Regieassistenten oder Aufnahmeleitung, ich weiß nicht, irgendwen getroffen und habe dem erzählt, ich bin Schauspielstudentin und dann sagte der irgendwie so nach einem, weiß ich nicht, zweiten Glas Wein, du weißt du was, ich könnte dir da mal einen Kontakt herstellen, zu einem Regisseur, der macht ganz große Filme. Aber wir müssen uns dann noch mal treffen, ja? Also so, wir müssten mal noch einen Wein trinken gehen. Und ich sage, ja, um wen geht's denn? Ja, um Hans-Joachim Kasprig. Und ich habe nur gedacht, das darf jetzt alles nie wahr sein. Und habe gesagt, ja, mach mal, wir sehen uns bestimmt wieder. Und dann haben wir uns am Set wieder gesehen und der war natürlich leicht geschockt. Ihre erste Szene im DEFA-Studio führt sie als Gräfin Dönhoff direkt ins Bett des Königs. Ich hatte dann gleich eine Szene im Bett mit August dem Starken. Nur als junge Schauspielstudentin
war ich sowieso schon sehr ehrfurchtsvoll vor all den großen Kollegen. Und dann auch noch musste ich dann mit Dietrich Körner, der den August den Starken gespielt hat, ins Bett. Das hat schon gereicht, allein dieser Fakt. Aber dann kam eben auch noch mein Vater mit dazu, der dann da eben halt stand. Ich meine, ich war bekleidet zum Glück. Das hätte er, glaube ich, sonst auch nie inszeniert. Aber es war eine saublöde Situation für mich. Aber er hat das ganz lieb gemacht und war ein ganz liebenswerter, ich glaube, in dem Fall auch Papa, der ganz gut auf mich aufgepasst hat. Der Regisseur Hans-Joachim Kasprig ist unter anderem berühmt für seine Falada-Verfilmungen. Doch jetzt steht er vor seiner größten Herausforderung. Und Anne Kasprig erlebt ihren Vater erstmals bei der Arbeit. Er war ja ein doch mehr oder weniger cholerischer Mensch. Und ich habe, als das war ja das erste Mal, dass wir miteinander gearbeitet haben, und habe ihn da auch von einer ganz anderen Seite kennengelernt, nämlich von einer sehr sensiblen, gerade mit Schauspielern sehr sanft umgehenden Art und Weise. Das kannte ich so gar nicht als Tochter von Hause aus. Und weil er hat da immer versucht zu Hause, ja, hat er da weiter Regie geführt, was mit meiner Mutter und mir nicht so gut ging. Aber dort am Set hat es eben gepasst. Und ich habe da eine ziemliche Hochachtung vor ihm entwickelt, weil er konnte wahnsinnig gut und genau einen auf den Punkt führen. Viele Szenen wurden an Originalschauplätzen gedreht, so wie hier im Stallhof des Dresdner Residenzschlosses. Allerdings war das Schloss bei den Dreharbeiten 1983 eine Ruine. Ein Problem, vor dem das Filmteam immer wieder stand. Das Residenzschloss Anfang der 80er Jahre. Dreharbeiten sind einzig im Stallhof möglich. Ein aufs andere Mal lässt Hans-Joachim Kasprig hier Könige, Minister, Gräfinnen und Mätressen vorfahren. Gleich mehrfach hat hier auch Gunter Schoß als Graf Sulkowski seinen Auftritt. "32. Bild vor dem Dresdner Schloss außen. Person Sulkowski, Sänftenträger, Schlosswache. Die Vorhänge werden energisch zurückgezogen und Sulkowski steigt in Generalsuniform aus. Ein Teil der verblüfften Wachsoldaten salutiert. Sulkowski verschwindet eilig im Schloss. So steht die Szene beschrieben im Drehbuch. Wir sind damals von dort gekommen. Und da am Schloss hatten die Architekten die Treppe aufgebaut und dann bin ausgestiegen und die Treppe ungefähr 3, 4, 5 Stufen hochgelaufen. Und dann kam der Umschnitt und dann haben wir umgeschnitten auf die Treppe in der Eremitage in damals Leningrad. Zur Seite, Kämmerer! Damals in der Sowjetunion zu drehen, das war ja... Das dauerte ein bisschen länger, nicht? Weil es wurde ja meistens immer erstmal auf die Niemetskaya Sowjetskaya Druzhba angestoßen, beziehungsweise auf die Sowjetskaya Niemetskaya Druzhba, und das dauerte. Und das geschah ja dann meistens also mit Alkohol. Hm? In der Eremitage folgt dann auch sein letzter Auftritt in einer legendären Szene. Ich bin noch rechtfertig. Es ist nichts mehr zu ändern, ihr müsst gehen. Aber es wird euch nichts geschehen. Seid unbesorgt. Nur geht. Schreit! Speziell für die Szenenbildner war es keine leichte Aufgabe, geeignete Motive zu finden. Manchmal half nur der Griff in die Trickkiste. Im brandenburgischen Lühnsdorf treffen wir den Szenenbildner der ersten beiden Folgen von Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Mit dieser kleinen Skizze demonstriert uns Georges Kranz einen Filmtrick. Mit einer Vorsatzscheibe kann er Kulissen in die Landschaft zaubern. Am Dresdner Residenzschloss zauberte er so eine Fassade auf die Ruine. Sonst wären solche Bilder gar nicht möglich gewesen.
Das Problem war, dass wir also ja keinen Schlosseingang zu der Zeit gefunden haben und habe dann also über eine Vorsatzscheibe das hier bemalt, diese Schlossfassade draufgemalt. Gebaut war nur bis hierher, bis zu dieser Kante. Das andere war alles rundherum gemalt. Hier unten, das ist also ein Teil von dem vorhandenen Mauerwerk gewesen, was ich da gleich mitverwendet habe. Deswegen konnte man jetzt hier also auch breiter werden mit dem Publikum und die Kutschen hatten mehr Vorfahrtmöglichkeiten und Abfahrtsmöglichkeiten. Die auf Glas gemalte Fassade sieht im Film täuschend echt aus. George Kranz hat Szenenbilder für große DEFA-Klassiker entworfen. Die Goldene Gans, Zur See und die Fallada-Verfilmungen sind nur einige wenige Beispiele. Sachsens Glanz und Preußens Gloria ist für ihn eines der größten Projekte. Und einige Entwürfe hat er noch heute in seinem Privatarchiv. Also das hier zum Beispiel ist der große Maskenball von August dem Starken. Das haben wir gemacht in Potsdam, zwischen Neuem Palais und Commerce. Da sind also nicht nur Kandelaber, also Lichtquellen aufgestellt worden, die natürlich angefertigt werden mussten, die gab es nicht. Und dieses Teil ist eine Art Orangerie, die gebaut wurde. Hier hinten ist ein Brunnen, dann hier rechts und links die Fontänen. War ein bisschen schwierig, das Wasser daran zu kriegen, weil da gibt es ja keine Fontänen an der Stelle, auch dort nicht. Das ist also die Szene, wo August dann feststellt, dass die Kosel aus ihrem Verlies, also aus der Verbannung, heimlich dahin gekommen ist und er sie sieht. Und hier haben wir einmal, das ist der Zwinger in Dresden. Da hat August also auch so eine kleine Veranstaltung gehabt und er hat sich immer sehr gerne produziert und wir haben ihm dann ein kleines Podest gebaut und mit entsprechender Ornamentik und rundherum und Ausstattung ausstaffiert. Die Fontänen sind echt hier im Zwinger. Ja, und dann haben wir hier ein Schlachtfeld von August. Das haben wir hier bei Potsdam gemacht. Ja, da ging es eigentlich darum, dass man also die ganze Gerätschaft zusammenkriegte hier und dass man also auch die Kanonen so machen konnte, dass also wenigstens ein Feuerstrahl rauskam. Die sind dann zum Teil aus Holz gewesen, gedrechselt und haben ein Tülle reingekriegt, also so ungefähr so tief, ein Stahlrohr, was hinten zu war, mit einem starken Boden war und dann wurde eine elektrische Zündung gemacht von der Pyrotechnik, dass das vorne rausschoss. Glanz ins Bild brachten unendlich viele Requisiten. Für die Krönungsszene besorgt George Kranz originale Krönungsmöbel aus Wien. Prunk, der häufig nur Sekunden im Bild zu sehen ist. Wer den Barock am Dresdner Hof so richtig zelebrieren möchte, der braucht nicht nur originalgetreue Kulissen, sondern auch prachtvolle Gewänder. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ganz oft in der DEFA war zu Kostümproben. Es gab sehr viele Anproben, weil diese Korsagen mussten ja hergestellt werden. Und das war also eine Heidenarbeit. Alleine ich nur, aber alleine 5 Perücken gehabt und ich weiß nicht, wie viele Kostüme, vielleicht 8 oder 10 verschiedene Kostüme. Die Kostüme, die für die Dreharbeiten angefertigt wurden, sind bis heute ein Juwel im Fundus der Filmstudios in Babelsberg. Das Studio Babelsberg. 500.000 Kostüme lagern hier. Darunter auch eine Uniform, die Tom Cruise trug, oder eine Schaffner-Uniform von Kate Winslet. Es ist ein Fundus voller Filmlegenden.
Und die Kostüme von Sachsens Glanz und Preußens Gloria sind bis heute sehr gefragt für Filmproduktionen oder Schlossfeste. Und ich würde mal behaupten, dass 50-60% dieser Stange Sachsens Glanz und Preußens Gloria ist. Gucken, dann hätten wir hier vielleicht eins. Der Stoff war früher auch ganz schwer zu bekommen. Das ist Samtdruck oder Pannesamt, wie man es nennt. Die wurden mit Devisen eingekauft. Vieles. Hier hätten wir noch mal eins. Da sehen Sie auch, dass die Perlen alle einzeln angenäht worden sind. Das haben alles die Schneidermeisterin gemacht. Die hat nur eine Vorlage. Die ist schon ein Arbeitsaufwand, weil das Innenleben ist auf Korsett geschnitten. Wie sich manche heute modernes Korsett anfertigen lassen, ist in dem Kleid dieses Korsett schon eingearbeitet, damit man richtig eingeschnürt ist, damit man her eine gute Haltung hat und eine gute Figur. Und der Busen war ja zu der Zeitepoche richtig hochgerafft im Grunde genommen. Neben den Damenkostümen befindet sich die Herrenabteilung. Und auch hier werden wir fündig. Hier hätten wir so ja auch noch eins von Roy Poppe. Das ist ja noch original, der Name noch drin. Bisschen schwach zu sehen, aber... Pardon, meine Liebe. Nur einen Augenblick Geduld. Erzählen Sie mir mehr von ihm, Madame. Es würde mich freuen. Die Gewandmeisterin Ute Kanter sitzt damals noch als Lehrling an der Nähmaschine. Doch vergessen wird sie diese Zeit niemals. Es wurde ja zu Devas Zeiten fast alles neu angefertigt. Es ist ja nicht so wie heute, dass viel aus dem Fundus, sondern es gab eine Idee und das wurde umgesetzt und da wurde also komplett alles neu angefertigt und damit waren natürlich die 100 Schneider Wochen, Monate beschäftigt. Und wenn man dann überlegt, dass so ein Kleid vielleicht 100 Stunden gedauert hat, dann kann man ungefähr erahnen, wie viel Zeitaufwand es war, so ein Film, also die Sachen herzustellen. Ein immenser Aufwand, der den Machern später einen großen Erfolg beschert. Ich glaube schon, dass die Leute gemerkt haben, da steckt Qualität hinter, da sind also erstmal Top-Schauspieler auch und eben wirklich, es hat nicht nach Pappe gestunken, es war wirklich ganz aufwendig gemacht. Und dennoch wäre dieser Aufwand beinahe umsonst gewesen. Nachdem die Schauspielerin Monika Wojtowicz in die Bundesrepublik ausreist, droht für den fertigen Film ein Sendeverbot. Nun hatte gerade zu dieser Zeit Erich Honecker erklärt, es geht kein Verräter mehr über den Bildschirm. Ein Jahr lang liegt das fertige Projekt auf Eis. Wir haben ja ganz deutlich gesagt, wir wollen, dass dieser Film gezeigt wird. Nicht? Und warum? Weil eine Kollegin da drin ist, die da die Republik verlassen wollte und einen Ausreiseantrag gestellt hat. Es ist natürlich ein totaler Unsinn, einen Film dann nicht zu zeigen. Nicht? Doch war der bis dahin betriebene Aufwand wohl zu hoch, um das Millionenprojekt einfach im Giftschrank verschwinden zu lassen. Und nach der Ausstrahlung 1985 war der Erfolg so groß, dass auch die ersten beiden Folgen produziert wurden. Alle 6 Teile sind bis heute echte Fernsehklassiker.